Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen das Präsidentschaftskandidatenvideo zur Bundespräsidentenwahl 2016 von Walter Lannegger. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Also, ja, es ist mir ein großes Anliegen für Österreich, hier zu kandidieren. Und dies aus mehreren konkreten Punkten. Punkt 1, ich möchte nunmehr, nachdem ich 15 Jahre als anständiger Bürger Österreichs seitens einiger Bundesbehörden regelrecht terrorisiert und boykottiert wurde und meines Lebens beraubt und meiner Ehre, hatte ich ja diese 15 Jahre nichts mehr anderes zu tun, als hier zu dokumentieren, mit welcher unglaublichen kriminellen Art man hier offensichtlich gegen Bürger vorgeht, die halt große Dinge aufzeigen. Aber ich denke, das ist gerade der zweite Punkt. Ich sehe es als eine Verpflichtung generell der Politik und nicht nur eines Bundespräsidenten. Politiker sind nichts anderes als die Staatsmanager. Nachdem ich jetzt über die letzten Tage verfolgt habe, wie viele Kandidaten und auch diverse Gesprächsrunden vom ORF angefangen, bis Puls 4 und diesem österreichischen Medienhaltzirkus da. Also grundsätzlich bin ich schon erschüttert, dass man im Jahr 2016 einfach um den heißen Brei nach wie vor herumredet, konkrete Anliegen einfach nicht lösen will. Und die Gründe dafür sind klar. Man verzichtet hier nicht auf einen täglichen Profit, auch wenn man dafür langfristig das Leben der Menschheit aufs Spiel setzt. Und da kommen wir jetzt zum Punkt 3, warum ich hier als Präsident für Österreich antrete. Aber nicht nur für Österreich, sondern, ja, meine lieben Damen und Herren, ich sehe es dann, falls Sie Ihre Stimme mir geben wollen, ich sehe es als meine größte Aufgabe, mich sofort und umgehend mit allen anderen Präsidenten hier zusammenzusetzen. Und so wie ich das im September schon, und zwar lange, bevor die Medien in Österreich oder in Europa darüber geschrieben oder berichtet haben, das kann man alles nachlesen, was ich jetzt sage, habe ich auch auf Facebook eine Liste geteilt, eine To-Do-List for the Leaders of the World. Und da ging es einmal grundsätzlich auch um die Frage, wie lösen wir jetzt einmal diesen Flüchtlingsstrom, Konflikt und so weiter. Das heißt, die große Politik, die über 20, 30 Jahre durch Misswirtschaft oder sagen wir durch Duldung einer Misswirtschaft überhaupt solche Bürgerkriege ja inszeniert, gell? Ich habe hier sehr konkrete Pläne, da dieses Video jetzt einmal das erste ist, damit wir sozusagen was zum Einsteigen haben, auch für alle jungen Österreicherinnen und Österreicher und vor allem für alle jungen Österreicherinnen und Österreicher. Ich halte hiermit jetzt fest, dass meine Präsidentschaftskandidatur möglicherweise bereits schon jetzt aufzeigt, dass die ganze Präsidentschaftswahl Österreichs ungültig ist. Wir werden das dann in weiterer Folge noch erklären. Warten Sie auf die Videos 2 und 3. Jetzt konkret zu den Dingen, die ich machen möchte. Und ich werde jetzt ganz absichtlich überhaupt nicht auf das Thema Parteien, Lobbyismus und so weiter eingehen, sondern Ihnen einmal ganz konkret sagen, was ich ja auch nie verheimlicht habe und gewisse Dinge sogar auch im Internet schon veröffentlicht wurde von mir, teilweise auch von einem Putin und Obama umgesetzt wurde, wie gesagt. Man kann das auf dieser Liste, To-Do-List for the Leaders of the World, nachlesen. Die hat im September dann wirklich zumindest für Punkt 1 und 5 bis 5 wurde
mehr oder weniger doch umgesetzt. Ich habe aber geschrieben, dass Punkt 6 bis 15 erst dann folgen werden, wenn diese Punkte 1 bis 5 wirklich umgesetzt werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte in Österreich Folgendes ändern als Bundespräsident, wo ich dem Herrn Lugner insofern recht geben muss, einem anderen Kandidaten, oder sagen wir Herrn Kasperl Mörtel Lugner. Ja, das mag schon sein, dass er so 6000 Stimmen locker zusammenbringt und vielleicht 10%. Für mich erschreckend ist schon, dass eigentlich Menschen aus Boykott nicht erkennen, dass man doch nicht irgendwas wählen kann, nur weil man was boykottiert. Also entweder wähle ich völlig ungültig, so dass überhaupt kein Kandidat genügend Stimmen dann hat. Das heißt dann auch bei einer Bundeswahl, wie auch immer, müsste sich dann das Ganze wiederholen und eigentlich auch die Bundesparteien lösen sich auf, wenn hier nicht genügend Stimmen für ein Mandat zusammenkommen. Man kann natürlich alles machen, gell? Nur ob es dann hilft, ist eine andere Frage. So, zurück zu meinen konkreten Plänen. Punkt 1 ist, der Bundespräsident als solches ist ja nicht nur die oberste Instanz moraltechnisch gesehen. Das heißt, also wenn ich hier Amtswillkür oder solche Dinge feststelle, die ja mit Steuergeldern bezahlt werden, und da sind wir genau am Punkt, Tätigkeiten, die von wem auch immer mit Steuergeldern bezahlt werden, also diese Tätigkeiten sind absolut glasklar offen zu legen, hier gibt es kein Amtsgeheimnis, hier gibt es auch keinerlei Begründung, warum man dem Volk irgendwas später oder gar nicht mitteilt oder gar dann die Truppen mit ihrem schwarzen Filzstift. Wir wissen eh was, oder Sie wissen vielleicht, was ich damit meine. Faktum ist, es gibt ganz konkret Lösungen. Wir müssen einmal grundsätzlich eines erkennen, die Lösung fängt hier nicht in irgendeinem Staat an oder einer Nation, sondern es ist ein in sich korrumpiertes und völlig aus den Rudern und Ufern gelaufenes Wirtschaftssystem weltweit. Wir haben ein Bankenfinanzierungssystem, das einfach eine Seifenblase ist. Und Sie müssen sich schon vorstellen, meine Damen und Herren, wir hier in Europa reden über Milliarden, ja, oder über hunderte Millionen und nur mit einem Anruf irgendwo, wo ein Großkonzern sagt, oh mein Gott, ich bin vielleicht doch dann pleite, stürzen die Börsen auf der ganzen Welt zusammen und sagen wir mal, Tatsache ist, dann plötzlich sind 50 Milliarden Dollar verschwunden. Ob die dann wirklich verschwunden sind, nur weil sie verloren sind oder nicht, was ich damit aufzeige, liebe Damen und Herren, wir sprechen hier ja grundsätzlich davon, dass jeder Mensch eine Existenzberechtigung hat, sohin auch das Recht hat auf einen gewissen Boden, auf dem er leben kann. Das muss ein Staat zur Verfügung stellen. Es kann nicht mehr obliegen, dass wir hier uns bereichern und diese, sage ich mal, Ansagen in letzter Zeit, ja, sehr wohl diese Kluft zwischen Reich und Arm. Der Herr Betzen hat gestern etwas Lustiges gesagt in einer Sendung. Er hat zu einem Vergleich gebracht, Amerika, sofern ich mich jetzt erinnern kann. Amerika 1960, ein Unternehmer in Amerika hat das 20-fache eines Arbeiters verdient. Wenn man das heute umlegt, hat ein Unternehmer heute das 300-fache eines Arbeiters an Verdienst. Und da muss man sich jetzt schon die Frage stellen, dafür gibt es keine normale, ordentliche Erklärung, außer die, solche dubiosen Machenschaften schädigen die Weltwirtschaft und jeden kleinen Arbeiter. Und daher bin ich eigentlich in meinem doch Konzept eines in sich funktionierenden Weltwirtschaftssystems. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen hier nicht neue Parteien und neue Dinge. Wir wissen hier eigentlich alle, was ein schönes, einfaches, gutes Leben bedeutet. Grundsätzlich müsste man sagen,
Man müsste aufhören zu lügen, nicht? Dann kann man davon ausgehen, dass auch die Zukunft lebenswert wird. Das Problem einer Lüge ist, dass wir nicht wissen, die Folgen können wir gar nicht abschätzen. Und dass es Folgen gibt, das ist ganz klar. Je länger man etwas hinauszögert, wo man weiß, dass das halt Folgen haben wird, ja, desto schlimmer sind die Folgen, aber scheint ist es auch schon Spekulation in dieser Weltwirtschaft. Aber wie gesagt, es geht jetzt einmal darum, in Österreich auch was zu bewegen und zu ändern. Was sofort aufhören muss, ist dieses scheindemokratische Abstimmen in unserem Parlament. Das heißt, hier bleiben wichtigste Sachen liegen, weil hier einfach dieses Großparteiensystem und die Mehrheitssystem, das ist keine wirkliche Demokratie heute mehr. Und wenn jetzt Politiker wirklich ehrlich antworten würden, dann kann man eines sagen, weltweit, alle Politiker sind schon Kasperlfiguren, so viel zum Herrn Lugner. Denn sie sind in Wahrheit Marionetten, und zwar eines Weltwirtschaftssystems, von dem sie ja zeitlang sehr gut gelebt und profitiert haben. Und das Schöne am politischen Beruf ist ja das. Also der hat sein Gehalt immer und das sicher. Und bevor irgendein Österreicher sozusagen sein Gehalt kriegt, dann kriegt es einmal auf jeden Fall ein Beamter. Also das heißt, der Staat ist sicher vorher pleite, bevor dann das Volk bezahlt wird. Weil zuerst werden einmal alle Beamten bezahlt. Das ist auch so eine Sache, noch einmal ganz konkret, wir wissen schon seit zig Jahren, wo Feuer am Dach ist. Wir wissen seit zig Jahren, was hier eigentlich wirklich zu tun wäre. Und jetzt, nach 12 Minuten, denke ich, werde ich für das Video Nummer 1 mal den wichtigsten Faktor hier ausspielen, nämlich die Tatsache, dass es ja überhaupt keine Rolle spielt, welche Demokratie oder ob wir hier demokratisch agieren, christlich, sozial und sonst noch was. Das ganze Weltwirtschaftssystem beruht auf einer Lüge. Es wird kollabieren und zusammenbrechen, und zwar sehr bald. Ob das jetzt ein Jahr dauert oder zwei, drei, das spielt gar keine Rolle. Es ist schon richtig, es wird dann natürlich ein Massensterben geben und diese sogenannte elitäre Gesellschaft, die sich da abgesichert hat, ja, die wird da zeitlang auch überleben, aber schlussendlich, Entschuldigung, ja, auch solche Leute können dann, wenn sie keine Sklaven mehr halten können, wahrscheinlich sich selbst nicht mehr ernähren und deswegen auch aussterben. Es geht, wie gesagt, viel einfacher, indem wir uns als Menschen ehrlich begegnen, die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, auch offen ansprechen. Und ja, wir wissen es eh alle, der wichtigste Aspekt, der im Moment weltweit zu tun wäre, ist, dass wir zwei oder drei der größten und wichtigsten Wirtschaftsgebiete und eben jene ins Boot holen, die die Politik offensichtlich in der Hand haben. Das wäre ja mal in erster Linie die Erdölindustrie. Und dann kommt sofort die Pharmaindustrie. In Wahrheit, meine lieben Damen und Herren, das ist in Amerika dasselbe wie sonst irgendwo bei einem Diktator. Es herrscht hier nicht einer allein und ein Präsident, nicht? Nein. Es ist Faktum, dass alle diese Großkonzerne bereits ihre Finger überall drinnen haben. Solche Großkonzerne sind teils besser aufgestellt als ganze Regierungen. Das fängt an von wirtschaftlichen Bereichen bis hin zu juristischen Bereichen. Und diese Konzerne spielen sogar in der bestimmenden Gesetzgebung eine große Rolle, was ja wiederum bedeutet, bevor jetzt so ein Großkonzern Milliarden zahlen muss, weil er das halt, sagen wir mal, legal um die
Steuerleistung herumgedrückt hat, nicht? Wir müssen hier eines feststellen. Es entsteht der Welt ein wirtschaftlicher Schaden von mehreren hundert Milliarden Dollar, Euro, jedes Jahr. Und zwar nur, weil Großkonzerne so gut juristisch abgesichert sind und offensichtlich auf der anderen Seite die Politik nicht in der Lage ist, klare Richtlinien zu schaffen, dass es gar nicht mehr möglich ist, für einen Konzern so und so viel Geld in seine Verschachtelungen hier beiseite zu räumen. Das heißt eben, Gewinne zu versteuern. Und da ist ja der Punkt, diese Schere. Ja, was erwarten wir Menschen uns, wenn heute Tatsache ist, je mehr Geld ich habe, desto billiger kann ich einkaufen. Und jetzt rechnen Sie einfach eins und eins zusammen. Auf der Strecke bleibt immer der Einfache, der eigentlich ja gesamt gesehen die Leistung bringt. Was wäre heute ein großer Konzernchef, ohne dass er Mitarbeiter hat? Roboter müssen auch gewartet werden, stellen Sie sich vor, der hat gar keinen Mechaniker. Na, irgendwann hat der Roboter, macht der Schlag, gell? Und die Produktion steht und der Unternehmer ist pleite. In das Amt eines Bundespräsidenten gehört erstens absolut eine Person, die sich sehr klar immer und nicht nur vorübergehend, sondern immer schon generell von einseitigen politischen Lobbys ferngehalten hat. Also sprich unparteiisch. Zweitens, eine Person, die absolut unbestechlich ist. Und ich darf von meiner Person hier schon sagen, ich denke, sagen zu dürfen, werte Presse in Österreich, die Person Lanneker Walter und das, was ich erlebt habe, das hat eh noch ein Nachspiel. Ja? Ich lasse mir doch nicht von einer Bundesregierung oder solchen Verbrechern, die sich mit mir angelegt haben und meinen Namen und meine Ehre in den Dreck gezogen, weil ich die Bundesbautenskandale und diese Milliardenbetrügereien natürlich aufgezeigt habe. Als Bundespräsident, das sage ich Ihnen auch, ja, bin ich wahrscheinlich ein eifriger Korrespondent mit dem Rechnungshof. Ja. Ich werde da sicherlich einige Dinge hinschreiben dann. Nein, wir haben die Möglichkeit, uns aus diesem ganzen Krisensystem herauszubewegen, Schritt für Schritt. Ich habe auch im Internet schon Seiten veröffentlicht, wo eben auch Großkonzerne keine Angst haben müssen, dass sie jetzt über Nacht pleite sind oder großartig was verlieren. Zum Beispiel Sinn und Zweck wäre es, dass wir eine Waffenindustrie in eine Nutzfahrzeugindustrie umbauen. Wobei, da sind wir auch wieder beim Lobbyismus. Sie müssen sich vorstellen, Elektroautos gibt es schon, bevor es einen Benzinmotor gegeben hat. Gell? Danke, Herr Otto. Faktum, Sie müssen sich vorstellen, Errungenschaften, die heute weltweit das Leben massiv erleichtern, die Umwelt sofort entlasten. Diese konkreten Erleichterungen und Erfindungen werden zurückgehalten von eben der Erdölindustrie und der Pharmaindustrie. Für mich ist jetzt im Moment einmal nur die Frage, und das kann man als Bundespräsident machen. Verstehen Sie, ich kann hier auf derselben Augenhöhe mit einem Herrn Obama sprechen oder mit einem Herrn Putin oder mit einem Kim Il-Jong. Und ich gehöre auch zu den Leuten, gell, ich weiß nicht, ob ich dann eine Krawatte anhabe, aber ich fahre auch nach Syrien und hole mir dort die ganze ISIS-Truppe, vom Kaiser ISIS bis zum, keine Ahnung, noch einmal. Wenn wir als Menschen nicht bereit sind, für die Wahrheit mitunter auch wirklich bereit zu sein, sein Leben zu geben für die Wahrheit, dann brauchen wir unseren Kindern, und die Kinder sind unsere Zukunft, dann brauchen wir unseren Kindern eigentlich nichts vorschreiben. Denn schlimmer kann man es nicht machen, gell? Wenn man eben die Zukunft anlügt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen jetzt für diese netten 20 Minuten. Video 2 wird in den nächsten Tagen erscheinen. Da werde ich dann sehr konkret und auch mit einigen Fakten dann belegen, wovon ich spreche, wenn ich sage, auch in Österreich, Milliarden wurden hier verzockt durch eine korrumpierte Bundessystemverwaltung, Behörde, wie man sie es nennen will.
Es sind aber immer wieder einzelne Personen oder eben gewisse Kreise. Und die gilt es jetzt wirklich auseinanderzunehmen. Wir haben heute den 15.02.2016. Falls Sie mir, liebe Österreicherinnen und Österreicher, aber vor allem die Jugend, Ihre Stimme geben wollen, gehen Sie auf Ihr Gemeindeamt. Und dort brauchen Sie eigentlich nur ganz formlos zwei Sätze schreiben und ich werde es dann auch auf meiner Webseite und auf anderen Dingen des Googlens, die nur Walter Lannecker, und dann kommen Sie schon dorthin. Sie können sich dann ein solches formloses Schreiben ausdrucken. Da wird draufstehen, ich, Punkt, 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 Name, Person, geboren am, wohnhaft dort, gebe hiermit bekannt, dass ich meine Wahlstimme Herrn Lannecker Walter geben werde. Das Ganze gehört beglaubigt von der Gemeinde des Wars. Ich bitte Sie dann noch darum, das sehen Sie dann auf den Webseiten, dass Sie mir das dann zuschicken. Ich muss halt mit einem Konvolut von 6.000 Unterschriften dann ins liebe Bundesministerium. Grüß Gott, Frau Mickl-Leitner, weil als Bundespräsident bin ich der Erste, der gegen Sie das Amtshaftungsverfahren einleiten wird. Und meine lieben Herren in der ÖVP, wer ich bin, das wissen Sie ganz genau. Nach 15 Jahren noch immer so zu tun, als könnten Sie mich hier vernichten, runtermachen und das mit korruptestem Polizeiterror, das hat jetzt konkret ein Ende. Meine Kandidatur wird nunmehr auch als Prüfung für die Republik Österreich und deren Verfassung dienen. Sollte sich herausstellen, dass Sie irgendwelche Kreise innerhalb des Bundes und der Justiz meinen, ich darf nicht zur Präsidentschaftswahl antreten, dann würde Österreich den Verfassungsrichtlinien widersprechen und sohin wäre die gesamte Bundespräsidentenwahl eigentlich schon im Vorfeld kriminell, weil man ja gewisse Kandidaten gar nicht antreten lässt. Wir werden das aber, wie gesagt, abwartend beobachten. So, hier noch ein Appell an den ORF. Habe Ihnen sehr oft und sehr häufig nahegelegt, doch einmal endlich über die Causa Lannecker ein bisschen was zu berichten, weil es sehr wohl öffentliches Interesse ist. Es kann nicht sein, dass ein anständiger Bürger durch wen auch immer, Justiz und sonstige Behörden, vernichtet wird, seine Familie wird ausgerottet und terrorisiert. Sogar in hilflosen Situationen werden die ausgespielt gegeneinander. Nein, all das hat ein Ende, wird sowieso dokumentiert, wird einige Filme darüber geben. Das Leben des Brian, wollte ich schon sagen, na, also Monty Python, ich bin ein Fan davon. Ich will es aber jetzt eben nicht so sarkastisch machen. Andersrum, wenn ich mir jetzt anschaue, den Wahlkampf von Herrn Lugner, Kasperl gewinnt immer, die Gries ist die Hexe. Ja, zur Frau Gries als Kandidatin, na, so als Persönlichkeit gefällt mir das. Sehr starkes Selbstbewusstsein ist sehr wichtig. Nur frage ich mich, wenn sie wirklich so lange Präsidentin vom obersten Gerichtshof in Österreich war, und mein Fall geht jetzt zurück bis ins Jahr 1997, wenn sie damals schon OGH-Präsidentin war, dann frage ich mich wirklich, Frau Gries, haben Sie nie vom Fall und von der Causa Lannecker gehört? Oder wollte man nichts hören?